Hallo, ich bin der Lars, ich bin der Koch vom Ofenloch und ich würde Ihnen ganz gern mein Lokal heute Abend mal zeigen mit den ganzen Speisen und Getränken und ich würde mal sagen, Sie folgen mir, ich zeige Ihnen unser Lokal. Das Ofenloch ist im Kellergewölbe vom Geisberger Haus und da draußen im Sommer haben wir natürlich einen Gastgartenbetrieb mit über 80 Plätzen, aber so langsam wird es wirklich kalt, gehen wir lieber rein. Beinahe 8 Jahren im Herbst in dieser Form und in dieser Atmosphäre und dieser gemütlichen Räumlichkeit. Hier im Ofenloch sind die Spezialitäten die Kartoffeln oder die Erdäpfel. Seit Beginn mit diesem Produkt haben wir angefangen. Die werden extra für uns im Sauwald ausgesucht von unseren Bauern und aus diesem Produkt machen wir dann die verschiedenen Gerichte dazu. Nun sind wir beim Servieren von unserem Ofenloch Erdäpfel-Spektakel. Haben wir als erstes unsere Sauerrahmsoße mit Fisch und Speck, dann haben wir unseren scharfen Kartoffeln mit Geschnetzelte, unseren Fischerkartoffel, frischen Lachswürfel und Garnelen, unsere asiatische Soße, frischen Brokkoli und ein wenig Kresse, mexikanische Soße. Machen wir noch einen Klecks Chili-Soße oben drüber. Und das letzte, unser frisches Gemüse. Dazu kommen natürlich unsere ofenfrischen Erdäpfel. Voilà, guten Appetit. Das gute Essen, das gute Service und die Gemütlichkeit der Atmosphäre. Ja, weil mir das Ambiente gefällt einfach rein und weil man Bekannte trifft und weil mir der Koch einfach wahnsinnig taugt. Eine unserer Spezialitäten sind die Roggenbrottöpfe. Die werden wir mit Suppe füllen. Die beziehen wir von der Stadtbäckerei Burkhardt. Tupferschlag. Ideal zur Vorspeise für hungrige Leute. Es hat täglich ab 16 Uhr geöffnet und im Sommer steht unser Arkadenhof wieder zur Verfügung. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch in Zukunft hier bei uns wieder begrüßen dürfen. Ein Erdäpfelnudel mit Schinken und Käsesoße, Ofenlochkartoffel. Es ist für jeden Ihr Geschmack etwas zu haben. Für jeden ist etwas dabei bei mir. Versuchen Sie sich mal im Ofenloch. Bis dann. Ciao.